Wenn auch du so eine Brille hier dein eigen nennst oder schon mal gesehen hast, ich zeige sie dir auch nochmal von etwas näher, eine sogenannte Lochbrille, dann möchte ich dir heute mal ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie du mit Hilfe dieser Lochbrille deine Sehkraft verbessern kannst. Und ich möchte auch ein paar Unklarheiten aufräumen, denn das einzige Tragen dieser Brille hier hilft tatsächlich nicht, deine Sehschwäche sich zu verbessern, ja, und deine Sehkraft wird dadurch nicht deutlich besser werden. Diese Brille hier hat ganz viele kleine Löcher und die Funktionsweise ist relativ simpel. Dadurch, dass diese kleinen Löcher hier natürlich nicht so viel Licht in unser Auge lassen, hilft das natürlich, um das, was wir sehen, besser und schärfer zu stellen. Ja, also da in dem Moment, wo wir diese Brille tragen, ja, dann können wir deutlich schärfer sehen. Hat einfach den Aspekt, dass einfach durch diese ganze schwarze Fläche hier ganz viel Licht absorbiert wird und ganz wenig Licht nur in unser Auge einfällt und dadurch kann sich unser Gehirn, unser Auge besser darauf konzentrieren, diese Lichtstrahlen umzusetzen. Also die Netzhaut hat sozusagen weniger zu tun, da wo das Licht umgewandelt wird und in unser Gehirn verarbeitet wird. Ja? Und natürlich kannst du auch diese Brille nutzen, um einfach deine Augen so ein bisschen zu entspannen, denn dadurch, dass wie gesagt weniger Lichtreize einfach ins Auge eintreten, hilft das dadurch auch unsere Augen einfach mehr zu entspannen. Also das kannst du sozusagen als passive Übung mal nutzen, ja, zum Entspannen, aber zum Verbessern wird das langfristig nicht reichen. Du kannst es aber in Verbindung einzelner Übungen machen. Und ich möchte dir jetzt einfach mal eine Übung zeigen. Dazu ziehe ich mal kurz diese Brille hier auf. Dazu nehme ich auch eine meiner Lieblings-Sehtafeln. Im Übrigen findest du auch diese Sehtafeln alle kostenlos unterhalb des Videos, habe ich dir einmal verlinkt. Wie gesagt, wir fangen immer ganz gerne von oben an, suchen uns dann eine Zelle raus aus 3 Meter Entfernung, wo wir vielleicht nicht mehr hundertprozentig gestochen scharf sehen können. Sollte es aus 3 Metern schon hier oben schwierig werden, dann machst du einfach einen Schritt näher ran, versuchst aus 2 Metern Entfernung dich langsam nach unten vorzuarbeiten. Hier unten auf der 20-20 Zeile wollen wir rauskommen. Beispielsweise, wir fangen jetzt mal hier oben an, dann bewegen wir unser Auge, unseren Kopf einmal hier über diese Zeile. Das kannst du indem du machen, entweder dass du deine Augen von links nach rechts, indem du deine Augen einfach von links nach rechts bewegst, ja, ich setze extra dazu mal meine Brille ab, oder alternativ, du bewegst deinen Kopf einfach, ja, und du versuchst dein Auge trotzdem gerade zu halten und versuchst währenddessen ein bisschen über diese Zeile zu schwingen, ja, dann gehst du natürlich, wenn du es gestochen scharf sehen kannst, eine Zeile nach unten und so machst du es auch hier und so weiter machst du es auch hier. Das Ganze würde ich dir auch genau in diesem Schritttempo empfehlen, dass du pro Übung maximal 3 Zeilen, also sprich pro Zeile maximal 2 Minuten dich beschäftigst, also insgesamt dann 6 Minuten insgesamt diese ganze Trainingseinheit. Ja? Und natürlich gibt es aber auch noch andere Übungen, die du mit der Lochbrille machen kannst. Beispielsweise habe ich dir auch schon ein paar Mal vorgestellt die sogenannte Daumenübung. Ja? Also nutzt einfach deinen Daumen und bewegst ihn von die Ferne in die Nähe immer weiter hinzu und dadurch, dass unsere Augen sich nach innen drehen, ja, also wir, ich zeige es dir auch noch mal ohne Brille, wenn wir uns nach innen drehen, unsere Augen quasi beginnen zu stehen, sie fokussieren auf diesen einen Punkt und dadurch kannst du auch deine Sehkraft verbessern. Gibt da noch viele verschiedene Übungen, ganz viele verschiedene Methoden. Jedes Augenproblem hat verschiedene Herausforderungen. Gibt dazu natürlich auch entsprechende Übungen, Tricks und Methoden. Wenn dich das interessiert, gerne mal unterhalb des Videos auch noch mal gucken. Dort kannst du dich zu meinem Augentraining-Workshop einmal kostenlos anmelden. Das Ganze geht zu ca. 90 Minuten und dort zeige ich dir noch weitere Tipps und Übungen, wie du unter anderem mit einer Lochbrille deine Sehkraft verbessern kannst. Also wenn dich das interessiert, dort gerne einfach anmelden. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal hier abonnierst, Daumen nach oben gibst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, euer Patrick.